Lionel Messi an der Klagemauer in Jerusalem. Es sind sehr starke Bilder. Die gesamte Mannschaft des FC Barcelona mit Keeper an der heiligen Stätte. Sie folgten dem Brauch, eine persönliche Fürbitte in die alten Ritzen der Klagemauer zu stecken, dem heiligsten jüdischen Ort. Symbolträchtige Bilder. Denn sie kamen nicht als Touristen, sondern als Friedensbotschafter. Der FC Barcelona im Nahen Osten, eine historische Reise. Ein Fußballverein will Brücken zum Dialog zwischen Israelis und Palästinensern schlagen. In Jerusalem wurde die Mannschaft von Ministerpräsident Netanyahu und Staatspräsident Shimon Peres empfangen. Die Barca-Mission stößt auf große Resonanz. Man erhofft sich positive Impulse für die Versöhnung im Nahostkonflikt. Ihr Besuch im Heiligen Land ist für israelische und palästinensische Kinder ein Traum, der wahr wird. Es ist ein Beitrag zum Frieden. Es ist genauso, wie sie es genannt haben, eine Friedenstour. In Tel Aviv ein intensives Training mit israelischen Kindern, ebenso wie einen Tag zuvor in Hebron ein Training mit palästinensischen Fußballfans. Kickende Friedensbotschafter, die die gerade wieder aufgenommenen Verhandlungen im Nahostkonflikt positiv unterstützen sollen. Messi und Co. wurde auch in der Westbank ein fulminanter Empfang bereitet. Euphorie in den Straßen. Dies ist ein historischer Besuch und dieser Besuch ist der wichtigste überhaupt in der Geschichte des palästinensischen Sports. Wenn die weltbesten Sportler nach Palästina kommen, ist es ein Zeichen an die ganze Welt, endlich zu verstehen, dass die Zeit gekommen ist, das Leiden des palästinensischen Volkes zu beenden. Selbstverständlich ist der Besuch des FC Barcelona in dieser Region abgestimmt mit den israelisch-palästinensischen Friedensverhandlungen in Washington. Der FC Barcelona will alles Erdenkliche unternehmen, um den Friedensprozess in Palästina zu unterstützen. Auch hier im Westjordanland hochpolitische Gespräche. Empfang von Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas, später dann in Bethlehem der Besuch der Geburtskirche. Bilder, die die Friedensmission unterstreichen sollen, aufrufen sollen zum Dialog. Mehr als ein Club lautet das Motto des FC Barcelona. Dem versucht der Verein nun auch außenpolitisches Gewicht zu verleihen. Im Nahen Osten ist das allerdings auch mehr als eine leichte Aufgabe.